So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die neue Woche hat ja rasant schon begonnen. Der DAX hat jetzt wie vermutet, aber das war ja auch nicht schwer, mit einem Gap eröffnet. Das Gap ist jetzt ein bisschen größer ausgefallen als eben noch am Freitagabend. Da stand ja der DAX nachbörslich noch unter der 9900er Marke. Auf Xetra fand dann eine Eröffnung bei 9.940 dann statt, 45. Konnte sich dann bis 10.040 hochkämpfen, bevor dann wieder leicht nach unten sackte. Das Buy-Signal habe ich ja noch angegeben, sollte mindestens eine Stunde Close darüber sollte gehandelt werden, damit es aktiv ist. Und nach so einer Aufwärtsbewegung, wenn man jetzt hier sieht, wieder von 9,5 bis 10,40, ja, fast to sure durch, ist natürlich klar, dass er nicht, sowieso nicht auf, oder fast klar, dass er nicht auf 10,3 ansteigen kann oder mit dem Tempo halt nicht mithalten kann. Jetzt gibt es gerade, ja, in den letzten 5 Minuten, ist er, ja, hier eben an der 10.010er Marke nochmal gescheitert und gab jetzt hier ein bisschen Verkaufsdruck. Was man halt nicht vergessen darf, was eben auch in der Analyse und in Videos gesagt worden ist, dass es eben am Ende der Woche der Hexensabbat bei der Terminbörse stattfindet. Größere, ja, Moves im Vorfeld könnten auch folgen und eben nach der Abrechnung ab 12 bzw. 13 Uhr sind auch wieder größere Bewegungen oder in letzter Zeit öfters waren dort größere Bewegungen wieder zu beobachten und im Vorfeld werden versuchen die Marktteilnehmer den DAX halt an die gewünschte runde Marke eben hinzubringen, ob jetzt genau die 10.000 ist oder 10.9. Nicht 9.900 vielleicht, also um den Dreh rum, wie es aussieht, wird vielleicht die Abrechnung am Freitag dann stattfinden. Also sie werden vielleicht versuchen, den DAX eben an der 10.000er Marke doch zu halten und nicht Richtung 10.3 vielleicht zu drücken. Hier eben auf der Stunde hat er jetzt hier halt den oberen Move erstmal abgearbeitet und ich versuche hier unten eine Long-Position aufzubauen. Man kann eben auch versuchen, hier diesen Gap-Close dann jetzt zu traden. Nach den zwei Kerzen wäre jetzt auch, wenn, ja, wir haben jetzt 10 vor 11, sollte sich eben hier der DAX unter der 10.000er Marke sich weiter dann befinden in den nächsten 10 Minuten. Wäre ja auch dann doch noch hier ein spekulativer Short eben möglich, aber halt nur eben Stopp auf das Hoch. Also sehr risikoreich. Und ab der 9.850 sind dann, ja, ein Rücklauf vielleicht eben abgeschlossen und es kann dann Richtung 10.100 dann gehen, kurzfristig. Aber ich denke auch Freitag wird eher um den Bereich der unten 10.000er Marke eben eine Abrechnung dann stattfinden. Aber charttechnisch hat eben der DAX definitiv das Potenzial, sollte er jetzt hier sowieso ein Tagesclose über dieser Marke oder ein 4-Stunden-Close über dieser Marke erreichen. Das Potenzial eben bis 10.3 anzusteigen. Dann schauen wir eben die Forex und die anderen Setups an. Australische Dollar, US-Dollar hat heute nochmal ein kleines Hoch hingelegt. Am Freitag bin ich hier aus der Position raus, um jetzt dann tiefer wieder einzusteigen. Also heute war eben auch noch die Chance für andere Anleger hier rauszugehen.
Denn auch hier ist es eben auch keine Einbahnstraße unbedingt, um dann eben nochmal einen Einstieg zu finden, um dann das Potenzial hier oben auszuschöpfen. Wer jetzt eben nicht gerne hin und her tradet, ja, kann den Stopp natürlich auf einen Stand setzen und weiter dann auf das Kursziel warten. Silber wurde auch verkauft. Hier gab es jetzt keinen größeren Rücksetzer. Am Freitag gab es dann kurz vor Handelsschluss noch. Sah dann so aus, als würde es hier eben, die eben verkauft haben, glücklicherweise nochmal einen tieferen Einstand finden. Jetzt läuft er vielleicht eben dann durch. Aber ich war jetzt hier nicht teurer zurückkaufen aktuell. Zu Palladium. Da kann hier eine Aufwärtsbewegung eben abgeschlossen sein. Ich warte hier weiter auf einen Rücksetzer in Richtung 9,45, um dann einen Long-Einstieg zu wagen. Short ist mir jetzt hier auch zu gefährlich. Beim Öl, da habe ich ja im Video das eben erwähnt, unter dieser 38,10, 38,9 dürften Verkaufsorders in den Markt reinkommen. Und ja, als es hier dann die Unterschreitung gab, gab es eine negative Stundenkerze, eine große für einen Long-Einstieg wäre mir jetzt hier der Rücksetzer zu gering. Allerdings sieht man ja auch, würde ja sehr gekauft die ganze Zeit, das Öl. Aber jetzt hier ein zweites Standbein Richtung, 36 etwa, 36,50. Dann kann man hier mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis dann long gehen. Jetzt wäre mir einfach das Risiko zu groß, jetzt schon long zu gehen. Zu den anderen Setups, Evotec, kämpft um die 3,30 € Marke. Sieht jetzt, hier sind wir mit einer Position rein. Sieht vielleicht auch jetzt so aus, es würde jetzt durchstarten können. Bei Morphosis war das Bild klarer. Man ist hier bei unter 39 € reingegangen und liegt schon 2 € jetzt hier im Gewinn. Der Stopp kann jetzt auf das letzte Tief nachgezogen werden, 38,50. Risiko besteht dann von rund einem halben Euro jetzt. Und jetzt einfach warten, wie sich der Wert dann entwickelt. Da würde ich jetzt aktuell noch keine Gewinnmitnahmen tätigen und eher nach dem neuen Hoch eben über der 43,30er Marke dann. Das war's erst für diese Sendung. Ich schaue, dass ich noch das ein oder andere Setup heute finden werde und werde es dann eben auch veröffentlichen. Danke, bis später.